Hallo Leute, hier ist wieder Peter, euer Lungensporttrainer. Für heute habe ich ein paar Utensilien für euch, die eigentlich ganz wichtig sind, wenn ihr sie zu Hause habt. Ich fange mal an mit einem Ball. Ihr solltet einen Ball haben, der muss nicht so aussehen wie das Coronavirus, aber wenn, ist es auch nicht verkehrt. Am besten kann er ticken und ihr müsst ihn auch zusammendrücken können, für viele schöne Sachen. Ein Ball. Ihr solltet des Weiteren einen Stab haben. Etwas größer als ein Spazierstock, damit solche Bewegungen gut gemacht werden können. Zur Dehnung des Brustkorbs und für viele andere schöne Sachen. Als nächstes ein Terrorband. Dabei spielt die Farbe eine Rolle, tatsächlich. Je heller, desto leichter und je dunkler, umso schwerer ist es zu ziehen. Also ein blaues oder ein schwarzes Band schwierig zu ziehen, schwer zu ziehen. Ein rotes, ein grünes leicht zu ziehen. Und wenn ihr haben könntet, auch so ein kleines Theraband, ist auch nicht verkehrt. Sieht aus wie so ein Eimergummi, hat den Vorteil, man kann viele Bewegungen damit machen, die richtig Muskulatur belasten. Falls ihr sowas nicht haben solltet, ist das auch kein Problem. Nehmt ihr ein großes Theraband, macht einen Knoten rein und schon habt ihr ein kleines Theraband. Nicht zu vergessen ein Pulsoxy. Gibt es in verschiedenen Versionen. Misst den Sauerstoffgehalt im Blut und den Puls. Sauerstoffgehalt im Blut sollte immer über 90% sein. Erkläre ich in einem anderen Video noch warum. Oder es gibt auch diese Möglichkeit, etwas größer und luxuriöser. Zeigt auch wieder das Sauerstoffgehalt im Blut an und den Puls. Und ist dann dabei auch noch per Bluetooth, wenn man möchte, mit dem Handy verbunden. Ebenso wichtig, trinken. Viel trinken zwischendurch. Denn wenn die Atemwege benetzt sind und die Atemwege angefeuchtet sind, ist somit die Möglichkeit für die Bakterien einzudringen geringer. Also feuchte Atemwege, wenig Bakterienbesiedlung möglich. Das war's schon wieder, die kleinen Spielzeuge. Besorgt euch die. Bis zum nächsten Mal. Ciao.